So, liebe Leute, im heutigen Video möchte ich nochmal ganz kurz zeigen, wie ihr auch als absoluter Anfänger und Neuling euren ersten, ja, erfolgreichen Flug mit dem A320 Neo hier im Flugsimulator von Microsoft erfolgreich absolvieren könnt. Und zwar so gut wie ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Ich werde Schritt für Schritt alles einzeln durchgehen. Dabei natürlich Sachen, die unwichtig sind und zu komplex sind, absolut erstmal auch weglassen. Wir werden nicht alles 100% nach Prozedur machen, trotzdem im Rahmen, ja, uns des normalen Fliegens bewegen. Und das Video ist für Leute gedacht, die wirklich so gut wie gar keine Vorahnung haben und ja, zum ersten Mal oder vielleicht auch das zweite Mal mit dem A320 erst fliegen. Ich mache das Ganze mit der Vanilla-Maschine vom Microsoft Flight Simulator. Das heißt, ich habe den Fly-by-Wire NX-Mod wieder deinstalliert. Es ist für die ersten 1, 2, 3 Flüge auch ganz gut, wenn ihr den Mod erstmal weglasst, falls ihr ihn installiert habt. Denn der Mod macht den A320 zwar besser, aber auch deutlich komplexer. So dass es für einen Anfänger vielleicht gar nicht so verkehrt ist, den Mod wirklich erstmal wegzulassen. Fangen wir erstmal mit der Vorbereitung an. Dazu gehen wir zunächst erstmal in die Optionen und stellen so ein paar Sachen sicher, damit wir möglichst alle Fehlerquellen auch wirklich ausschließen. So, wir gehen erstmal bei Allgemeines rein. Hier checken wir zuerst unter Verkehr, dass der KI-Verkehr ausgeschaltet ist. Das würde erstmal nur stören. Also hier Typ des Flugzeugverkehrs auf Ausschalten. Flugmodell. Hier muss unbedingt modern stehen. Ganz, ganz wichtig. Ja? Die zwei Sachen checken wir im Reiter Allgemeines. Dann gehen wir in den Reiter Unterstützung. Hier geht ihr als Anfänger auf jeden Fall bei Pilotensteuerung auf automatisches Seitenruder beim Start und schaltet das ein. Auf jeden Fall als Anfänger erstmal machen. Wir werden zwar ohne Wind spielen, aber macht sicherheitshalber. Ausfälle und Schäden könnt ihr durchaus alle erstmal anlassen. Das ist gar nicht so schlimm, denn wir machen hier keine komischen Manöver, sodass das alles auch funktionieren sollte, ohne dass uns das Flugzeug auseinanderbricht. So, dann gehen wir in die Steuerung. Jetzt ist es ganz doll zu empfehlen, dass ihr mindestens, sag ich mal, einen Joystick habt. Das Ganze funktioniert auch mit der Tastatur oder mit einem Controller, aber mit einem Joystick ist es schon deutlich einfacher. Und am besten ist es ein Joystick, der irgendwie eine Schubachse hat. Denn gerade den Schub mit Tastatur zu, ja, regeln, geht beim Airbus auch, aber es geht einfach wesentlich schneller, wenn ihr einfach nur einen Hebel bewegen müsst. Ihr solltet auf jeden Fall beim Joystick die Empfindlichkeit runterdrehen. Ja, für meine Höhenruderachse, das wäre die Achse Y, habe ich die Empfindlichkeit auf 33% gedreht, also auf minus 33%. Ihr könnt hier durchaus noch wesentlich runtergehen. Ja, ihr könnt hier bis auf minus 75% gehen. Das ist nachher eine Sache, da müsst ihr ein bisschen rumexperimentieren. Aber geht mal so auf mindestens minus 25, minus 33%. Ist das Minimum, was ihr hier einstellen solltet. Denn der A320 ist in der Ursprungskonfiguration doch sehr, sehr, ja, agil und reagiert wirklich sehr schnell auf die Joystick-Eingaben. Deshalb die Empfindlichkeit ein bisschen runterdrehen. Ihr solltet euch auf jeden Fall Tasten festlegen am Joystick, wenn es geht, für den Autopiloten. Das heißt, ich zeige einfach nur, welche Tasten, ne? Ihr müsst das dann entweder am Joystick festlegen oder irgendwie euch an der Tastatur merken, welche Tasten das sind, und zwar für den Autopilot ein und aus. Es macht sich gerade nachher im Endabflug wesentlich einfacher, als das Ganze per Maus zu steuern im Cockpit. Und dazu gehen wir hier auf alle, Filter alle. Hier oben gibt der Autopilot ein und guckt einfach, das ist relativ weit unten, Autopilot aus und ein. Ja, das sind die Standardtasten hier, ja, ziemlich kompliziert. Sucht euch irgendwas raus, was einfach ist, belegt das irgendwie mit, weiß ich nicht, zwei Tasten, die noch nicht belegt sind. Oder am besten, ihr macht das Ganze hier im Joystick, ja, und belegt hier im Joystick einfach zwei Tasten, Autopilot ein und aus. Relativ wichtig. Weiterhin, wenn ihr mit Tasten spielt, ohne Gasachse, dann guckt genau, welche Tasten das sind, die hier irgendwie den Schub regeln. Und zwar müsst ihr die Tasten erwischen, die eine komplette Schubachse bewegen. Das heißt Gas, Entschuldigung. Gashebel, ne? Und zwar nicht Gashebel 1 oder Gashebel 2, sondern ihr müsst gucken, welche Tasten das sind, wo keine Zahl hintersteht, ne? Gas wegnehmen, Gas verringern, Gas erhöhen. Ja, also F2, F3 wären die Tasten standardmäßig theoretisch.
Gas wegnehmen, F2, Gas erhöhen, F3. Beim Airbus gibt es noch ein paar Besonderheiten zum Gashebel, das erklären wir aber nachher, wenn wir im Cockpit sind. So, aber diese beiden Tasten solltet ihr euch auf zumindest, wenn ihr keine Achse habt, wirklich merken, dass ihr nicht nachgucken müsst. Und dann solltet ihr noch eine Taste belegen für die Pause. Und dann gibt es verschiedene Tasten. Es gibt einmal aktive Pause umschalten und Pause umschalten. Entweder ein ganz normal Escape oder aber am besten ist, ihr belegt euch eine Taste für Pause. Hier oben diese Pause und Pause deaktivieren. Das sind dann Pausen, da bleibt ihr im Cockpit, könnt euch ein bisschen umschauen im Cockpit, könnt ein paar Zahlen lesen, könnt auch durchaus mal einen Schalter umlegen. Aber das Flugzeug fliegt nicht weiter und es ändern sich auch bestimmte Werte im Flugzeug nicht. Aktive Pause ist immer ein bisschen riskant, weil im Hintergrund, zumindest war es bisher immer so, doch das Flugzeug ja seine Werte weiter ändert und es kann passieren, wenn ihr aktive Pause nutzt, irgendwas rumschaltet, dass ihr dann in eine unstabile Fluglage kommt oder sogar abschmiert zur Not. Ja. Also am besten die beiden Tasten irgendwie belegen und das euch auch irgendwo hinlegen, wo ihr euch das gut merken könnt. Gerade als Anfänger ist es auch gar nicht so verkehrt, denke ich mal, die Zeitlupe zu benutzen. Das Schlimmste ist nachher quasi, oder sind die paar Sekunden vor der Landung. Und da ist es in meinen Augen auch nicht verkehrt und auch keine Schande, wenn man als Anfänger da einfach in die Zeitlupe geht. Und deshalb könntet ihr gucken, dass ihr die SIM-Rate ja, irgendwie belegt mit Tasten. Die sind standardmäßig, die beiden nicht belegt. Das geht über irgendwelche Tastenkombinationen, ist aber auch wieder ziemlich kompliziert. Standardmäßig ist, glaube ich, nur hier irgendwas eingestellt. Versucht am besten irgendwie zwei Tasten zu finden für SIM-Rate erhöhen und SIM-Rate verringern. Ja, verringern könnte man zweimal. Man könnte also auf halbe Geschwindigkeit gehen, auf eine Viertelgeschwindigkeit und SIM-Rate erhöhen kann man halt immer verdoppeln. Ne? Also doppelte, vierfache, achtfache Geschwindigkeit, 16-fache geht, glaube ich, aus. Geht, glaube ich, auch. Und als Anfänger, wie gesagt, vielleicht gerade am Endanflug auf den letzten 100 Fuß durchaus die Zeitlupe benutzen. Finde ich jetzt, würde ich nicht als Schande empfinden, das zu machen als Anfänger. Und eine ganz wichtige Taste noch, wenn ihr das so machen wollt wie ich, ist neues Benutzerinterface. Neues Benutzerinterface, Fenstermodus. Standardmäßig ist das, glaube ich, die rechte Alt-Taste oder Alt-Graph-Taste. Ja, damit können wir jetzt noch ein paar Fenster rausziehen. Und die Taste könnt ihr auch irgendwo hinlegen oder halt diese Alt-Graph-Taste benutzen. Oder auf den Joystick ziehen oder was auch immer. So, das sind die Tasten, die durchaus erstmal wichtig sind für den ersten Flug, in meinen Augen, die ihr drauf haben solltet. Ne? Gasregeln, SIM-Rate, Autopilot ein aus und ja, Pause und Benutzerinterface. Kommen wir dann jetzt erstmal zur Flugplanung. Dazu gehen wir hier auf die Weltkarte, wählen uns natürlich erstmal den Airbus aus bei Verkehrsflugzeugen. Ja, Airbus, wenn ihr Lackierung habt, könnt ihr irgendeine Lackierung nehmen. Nehmen wir wieder meine eigene. Und Gewicht lassen wir erstmal alles so, wie es ist. Ja, wir lassen erstmal das Ursprungsgewicht drin. Damit kommt ja ein paar hundert Meilen. Der erste Flug sollte auch nicht allzu weit sein. Und das war es für die Einstellung am Flugzeug. Jetzt sucht ihr euch dann erstmal einen Startflughafen aus. Wir nehmen heute bei uns einfach mal Düsseldorf. Ja, Abflug festlegen. Und auch direkt irgendwo auf der Startlandebahn anfangen. Also nicht mit Cold und Dark. Das ist für den ersten Flug einfach viel zu kompliziert und auch nicht notwendig. Und wir machen eine ganz kurze Strecke. Wir fliegen nach Brüssel. Das wählen wir hier aus als Ankunft. Ja, sodass hier oben erstmal ne, Abflug, Ankunft steht. Und jetzt werden wir hier uns einen kleinen Flugplan erstellen lassen. Direkt vom Spiel wählen unterer Luftraum. Ihr könnt auch oberen Luftraum später wählen, wenn ihr weiterfliegt. Also das ist erstmal vollkommen egal. Das sind nachher rein rechtliche Sachen, die sind erstmal, wenn wir im Simulator sind, vollkommen irrelevant. Es sollte einfach nur eins von den beiden unteren sein, weil dann hier so ein kleiner Flugplan erstellt wird mit GPS-Wegpunkten und wir dann auch Anflüge auswählen können. Jetzt checken wir den Abflug. Und zwar müsst ihr gucken, na, zum Beispiel, wenn ihr von Westen nach Osten fliegt, ist es manchmal so, aufgrund der Standardeinstellung des Wetters, wird euch der Flugsimulator immer möglicherweise in Richtung Westen starten lassen. Na, wenn ihr also umgekehrt fliegt und ihr sowas habt, dann solltet ihr gucken, dass wenn ihr zum Beispiel hier startet und umdrehen müsst, dass ihr irgendeinen Abflug auswählt. Einen Abflug kann man hier oben wählen. Na, nehmen wir mal an, wir wollen jetzt in Düsseldorf in Richtung Osten fliegen. Dann guckt man hier bei Abflüge direkt rein und guckt erstmal die Dinger durch.
wählt sich erstmal irgendeinen aus, wenn man jetzt kein Kartenmaterial hat. Ich gehe mal davon aus, wir machen alles erstmal ohne externes Kartenmaterial. Das heißt, wir wählen uns hier irgendeinen Abflug aus, zum Beispiel der. Wenn wir nach Osten fliegen wollen, würden wir diesen Abflug nehmen. Dann ist auch relativ sichergestellt, dass wir erstmal ein Stück geradeaus fliegen nach dem Starten. Das ist schon relativ wichtig, damit der Autopilot sich erstmal ordentlich fangen kann. Sonst fängt er an, nachher hier gleich eine 180-Grad-Kurve zu fliegen. Das kann manchmal in die Hose gehen. Das heißt, guckt, dass ihr nach dem Starten erstmal ein Stück gerade fliegt. Na, zur Not über einen Abflug. Da wir hier von Osten nach Westen fliegen, brauche ich es jetzt in meinem Beispiel nicht. Das heißt, ich nehme das wieder raus, mache einen Direktabflug. Und sehe, dass das hier ganz gut passt. Ne? Also wir kommen hier raus und ist ein ganz kleiner Knick noch drin. Können wir so lassen. Bei den Anflügen. Erstmal hier nichts wählen. Also keine Stars wählen, keine Ankünfte wählen. Da sind ein Haufen Dinger von verbuggt. Wir wollen heute Fehler versuchen zu vermeiden. Deshalb lassen wir das so, wie es ist. Und wählen nur einen Anflug auf eine Landebahn. Und zwar am besten natürlich auch in die Richtung, in die ihr sowieso fliegt. Das heißt, wir nehmen jetzt, wenn wir aus Richtung Osten kommen, eine Landebahn, die in Richtung Westen landet. Und wir nehmen die ILS, wenn es geht. Also immer ILS nehmen. Solltet ihr einen Flughafen haben, wo es kein ILS gibt, solltet ihr das am Anfang vielleicht nicht gerade machen. Sucht euch einen Flughafen, wo ihr ILS-Anflüge habt. So, wir nehmen die ILS 25 rechts. Und dann erstellt er so einen kleinen Anflug und das ist vollkommen ausreichend. Wir brauchen keine Star und vermeiden erstmal auch ein paar Fehler. Es gibt einen Haufen Stars, da sind die Höhen einfach falsch und ist alles nur unnötige Fehlerquellen. Braucht man am Anfang nicht. Jetzt gucken wir hier rein. Ja, passt super. Dadurch, dass wir einen Anflug ausgewählt haben, ist der automatisch super ausgerichtet auf die Start- und Landebahn. So, und um jetzt 100% sicher zu gehen, dass das im FMS nachher die ILS-Frequenz auch alles übereinstimmt mit dem, was wir hier so sehen, kann ich nur empfehlen. Geht hier unten auf Filter, scrollt ganz nach unten, schaltet Navigationshilfen ein. So, das speichert er im Moment leider nicht. Das heißt, das muss man jedes Mal wieder neu einschalten. Das ist noch ein bisschen verbuggt. Schließen. Und jetzt kontrolliert, ob ihr hier am Ende der Bahn, wo ihr landen wollt, so einen Bubbel seht. Ja, so ein Symbol. Also im Prinzip ein Viereck mit einem Sechseck drin. Und da muss irgendwas mit I stehen. IBR. Das ist die ILS oder der ILS-Sender mit der ILS-Frequenz. Wenn ihr darauf klickt, seht ihr hier auch die Frequenz. Ne? Landekurssender sollte da stehen, DME. Und hier sollte eine Frequenz stehen. Und notiert euch die sicherheitshalber. Die gleichen wir nachher im Flugzeug mit dem FMS ab. Denn ich habe definitiv einen Fall gehabt, wo es nicht gestimmt hat. Und wenn ihr dann fliegt und das nicht hinhaut, dann wundert ihr euch nachher, wo der Fehler liegt und könnt es auch nicht korrigieren, wenn ihr Anfänger seid, weil ihr es einfach nicht erkennt. Also sicherheitshalber diese Frequenz rausschreiben und auch gucken, dass hier so ein ILS-Sender am Ende der Bahn angebracht ist. Es gibt Flughäfen, da sind die ILS-Sender irgendwo seitlich angebracht oder auch gar nicht vorhanden. Das sind dann so spezielle Anflüge und davon solltet ihr als Anfänger auf jeden Fall erstmal den Finger lassen. Sucht euch irgendwas raus, wo das so aussieht. Ne? Am Ende der Landebahn so ein Buppel, Viereck mit einem Sechseck drin, irgendein I vor, anklicken, notieren. So, das zur ILS-Frequenz. Jetzt kommen wir zum Navigationslog. Unbedingt reingehen. Dazu merken wir uns ganz kurz, wie lang die Strecke ist. Wir fliegen ungefähr 100 nautische Meilen. Das merken wir uns. Gehen ins Navigationslog. Und ich würde immer das 1000-fache quasi hier als Flughöhe nehmen. Lass mich überlegen, das 100-fache. Na, bei 100 Meilen würde ich jetzt quasi 1000 Fuß als Reiseflughöhe festlegen. Jetzt ist 1000 Fuß aber ein ganz blödes Beispiel, weil bei 1000 Fuß wird der Airbus möglicherweise ständig versuchen zu beschleunigen und wieder abzubremsen, weil das ist eine Transition Altitude. Also, solltet ihr 100 Meilen fliegen, entscheidet euch entweder 9000 Fuß Flughöhe zu nehmen oder nehmt 11.000. Ich entscheide mich für 11.000, denn über 10.000 Fuß fliegt der Airbus auch nochmal ein Stück schneller. 11.000 Fuß. Ansonsten, wie gesagt, ungefähr das 100-fache. Ne? Fliegt ihr 200 nautische Meilen, nehmt ihr hier 20.000 Fuß. Fliegt ihr 300 nautische Meilen, nehmt ihr 30.000 Fuß. Das ist so Pi mal Daumen. Am Anfang machen wir uns noch keinen Kopf drüber, welche Höhen tatsächlich für welche Richtung sind. Wir fliegen ohne KI, deshalb ist es erstmal für den Anfang vollkommen ausreichend, das 100-fache von der Entfernung hier in Fuß einzutragen. Jetzt checken wir kurz hier unten die Höhe des Ankunftsflughafens. Auch erstmal wichtig. Ja, wir haben hier 150 Fuß, die Höhe. Das sehen wir nachher, wenn wir im Spiel sind, nicht unbedingt. Ihr könnt das im FMS sehen, ist aber dann für Anfänger vielleicht auch schon wieder überfordern. Deshalb
Schreibt euch die ILS-Frequenz raus und schreibt euch auch die Höhe des Flughafens raus. 150 Fuß müssen wir uns jetzt rausschreiben. Ja, das ist nachher für den Anflug, für den Sinkflug schon ein bisschen relevant. Deshalb diese Nummer rausschreiben. Jetzt werden wir uns hier in diesem Menü auch gleichzeitig den Sinkflugpunkt rausrechnen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, rechtzeitig anzufangen zu sinken nachher. Gerade da wir eigentlich ohne ATC spielen heute. Das heißt, wir müssen uns, um Fehler zu vermeiden, weil vielleicht irgendwo eine falsche Höhe drin ist, heute selbst einen Kopf drum machen, wann wir anfangen zu sinken, damit wir uns hundertprozentig sicher sein können, dass wir auch wirklich am Flughafen landen können. Denn, wie gesagt, der Flugsimulator hat leider wirklich ein paar Fehler. So, jetzt guckt ihr also, was habt ihr hier für eine Reiseflughöhe eingegeben? Ja, ich habe jetzt hier 11.000 Fuß, das Ganze rechne ich jetzt mal 4. Bin bei 44.000, ne, und nehme natürlich nur die ersten beiden Zahlen. Das heißt, bei 44 Meilen vor dem Flughafen müsste ich ungefähr anfangen zu sinken, spätestens. Ja, habt ihr eine Reiseflughöhe von 20.000 Fuß, nehmt ihr die ersten zwei Zahlen, 20 mal 4, müsst ihr schon bei ca. 80 nautische Meilen vor dem Flughafen anfangen zu sinken. So, hier in unserem Beispiel, wie gesagt, heute 44 Meilen vor dem Flughafen spätestens anfangen zu sinken. Und jetzt gucken wir hier rein, ob wir das irgendwo hinbekommen. Jetzt sehen wir hier schon den Punkt Sinkflug. Der wird nachher auch angezeigt im FMS. Da kann es dann aber durchaus sein, dass ihr das Symbol nicht richtig erkennt oder was auch immer. Das heißt, diesen Punkt ignorieren wir. Wir gehen nach richtigen Wegpunkten. Ja, richtige Wegpunkte sind die Dinger hier oben. Wir haben drei Wegpunkte drin. Mappat, Navak, Ogbol. Und wir gucken hier. Ja, es wäre von Ogbol zum Beispiel genau, oder es sind von Ogbol nach EBR genau 44 nautische Meilen. Ja, von Ogbol bis Sinkflug eine Meile und von Sinkflug mit EBR 43 nautische Meilen. Ja, die Entfernung steht immer in der Zeile darunter von EDDL. Ja, bis Mappat sind es 39 Meilen. Das ist die Entfernung immer von dem Punkt nach hier. So, das heißt, ich könnte bei mir, sage ich mal genau jetzt hier im Beispiel, bei Ogbol anfangen zu sinken und das schreibe ich mir auf. Jetzt kann es aber sein, dass eure Wegpunkte nicht so günstig liegen. Dass ihr hier irgendwo, sage ich mal, den letzten Wegpunkt, nehmen wir mal an, es gibt nur Mappat. Ja? Und wir würden jetzt sehen, dass wir vom Mappat bis EBR, weiß ich nicht, was sind das, ja, sagen wir mal, beispielhaft 80 Meilen haben. Da muss man sich halt so merken, dass man sagt, okay, von Mappat aus bis zum Wegpunkt, der dann hier kommt, sind es 80 Meilen und wir müssen aber schon, sag mal, 40 Meilen vorher anfangen zu sinken. Dann merkt ihr euch einfach 40 Meilen vor Ogbol zum Beispiel. Ja, also ihr müsst euch irgendwie hier einen Wegpunkt raussuchen, eine markante Stelle, wo ihr sagt, hier fange ich an zu sinken. Und das ist das Vierfache von den ersten beiden Ziffern der Reiseflughöhe. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst kann es passieren, dass ihr nicht rechtzeitig unten seid nachher, gerade als Anfänger. Kann das fatal sein, weil wir dann vielleicht den ILS-Glide-Slope verpassen und ihr dann vielleicht nicht wisst, wie ihr reagieren müsst. Deshalb ist gerade das Rausrechnen des Sinkflugpunktes schon eine relativ wichtige Sache am Anfang. So, hier in unserem Beispiel Ogbol, ganz einfach merken, würde super passen, 44 nautische Meilen. Machen wir auch so. Das war es eigentlich zur Vorbereitung. Ganz kurz noch zur Erklärung, weil die Frage auch ab und zu kam. Hier steht dann hinten Geschwindigkeit 455 Knoten. So eine Geschwindigkeit wird euch niemals im Flugzeug angezeigt werden im normalen Geschwindigkeitsband. Das ist dann immer die tatsächliche Geschwindigkeit, die ihr fliegt. Und die weicht deutlich ab von der Geschwindigkeit, die angezeigt wird im Geschwindigkeitsband bei allen Flugzeugen. Da in der hohen Luft, wo die Luft immer dünner wird, einfach die Geschwindigkeitsanzeige nicht genug Druck kriegt und daher immer eine geringere Geschwindigkeit angezeigt wird, als ihr tatsächlich fliegt. Beim Airbus ist es aber so, dass die tatsächliche Geschwindigkeit auch ausgerechnet angezeigt wird. Und das gucken wir uns nachher im Cockpit an. Ja, aber das hier sind nie die angezeigten Geschwindigkeiten, sondern eigentlich immer die tatsächlich geflogenen. So, das war's zur Vorbereitung. Dann gucken wir einfach nur, dass wir hier Tag haben. Den Wind schalten wir im Spiel aus. Und spielt bitte auf keinen Fall mit Live-Wetter. Live-Wetter sollte auf jeden Fall aus sein, denn wenn ihr dort plötzlich ankommt und der Wind hat gedreht und ihr sollt von woanders landen und ihr kriegt das als Anfänger nicht hin, euch umzustellen, dann ist das einfach, sag ich mal, unnötig verschenkte Zeit. Deshalb am Anfang erstmal nicht mit Live-Wetter spielen, sondern mit irgendeinem Standardwetter, klarer Himmel. Und dann schalten wir nachher im Flug oder wenn wir reingeladen sind, noch den Wind aus. Das war's zur Vorbereitung. Na, ihr müsstet euch drei Sachen rausgeschrieben haben. Die ILS-Frequenz, ihr müsstet die Höhe des Flugplatzes haben, wo ihr landen wollt. Und ihr müsstet euch einen Punkt rausgesucht haben, wo ihr anfangt zu sinken. Und jetzt laden wir uns erstmal ins Cockpit und dann geht's weiter. So, liebe Leute, wir sind im Cockpit
Und das Erste, was wir machen, ist erstmal den Wind ausschalten. Und zwar gehen wir hier oben ins Menü, bei Wetter. Und klicken hier unten dieses Symbol an. Und löschen die Schicht. Das sind zwar nur zwei Knoten. Da wir aber die letzten paar Meter manuell fliegen bei der Landung, könnte das durchaus, wenn ihr einen anderen Flughafen wählt, ja, schon einen Unterschied machen. Und am Anfang brauchen wir das nicht. Wir machen das so einfach wie möglich. So, ich ziehe mir das noch ein bisschen weiter rüber, dass ich nicht in die Dämmerung fliege. Achso, nee, Quatsch, ich fliege nicht in die Dämmerung. Sah nur so aus. Also, ich würde auf jeden Fall am Tag fliegen. Das machen wir so. Und ich schalte auch das Gefunke des Co-Piloten aus. Das habt ihr vielleicht gar nicht an. Ich mache es aus. Ich werde die ATC komplett ignorieren. Wir haben auch keine anderen Flugzeuge da, es ist also auch vollkommen egal. Und damit vermeiden wir, dass wir uns auf falsche Ansagen der ATC verlassen. Denn wie gesagt, es gibt falsche Anflüge. Und wenn die ATC euch dann irgendwann zu spät, sag ich mal, die Sinkfreigabe gibt und ihr das nicht merkt, dass es gar nicht hinhaut, dann werdet ihr nicht landen können. Gibt es genug Beispiele, ihr braucht euch nur mal die Anflüge in Düsseldorf angucken. Die sehen furchtbar aus. Sind auch immer noch falsch. Also immer noch nicht behoben worden. So, das haben wir gemacht. Jetzt checken wir die ILS-Frequenz, ob die richtig eingegeben ist. Dazu müssen wir hier ins FMS reingucken, ja, an diesen kleinen Computer. Jetzt kann man hier mit den Instrumentenansichten durchschalten. Es gibt, glaube ich, einfach die Tasten 1, 2, 3, ich weiß gar nicht mehr. Muss man schnell gucken. Ich habe die alle umbelegt. Oder ist das Shift 1? Weiß ich nicht. Also es gibt da auf jeden Fall Tastenkürzel für. Ich habe die aber, glaube ich, alle weggelegt. Instrumentenansicht, ja, da kommt ihr dann hier, könnt ihr durchschalten. Aussehen tut das so. Ne? So kann man die ganzen Instrumenten durchschalten. Und man kann, glaube ich, auch hier oben bei den Kameras direkt die Instrumente einstellen. Ach hier, könnte man auch zum Beispiel ein Instrument. Können wir jetzt irgendein Instrument einschalten? Dann würde er da hinspringen. Ist aber viel zu umständlich. Also es gibt definitiv Tasten für Instrumentensicht. Ansonsten mit der Maus einfach hinscrollen. Das ist das FMS. Hier gucken wir rein. Und zwar können wir so gut wie alles ignorieren. Ich zeige es noch ganz kurz. Ja, Init-Page, ne, ungemoddet, sieht so aus, braucht man nichts machen. Init-Page B brauchen wir auch nicht machen, ungemoddet. Hier ist der Flugplan drin. Können wir erstmal vollkommen ignorieren, braucht man nicht. Das Wichtigste ist hier bei RUD-NAV. Ja, hier müssen wir checken, ob die ILS-Frequenz dem entspricht, was wir uns am Anfang rausgeschrieben haben im Flugplan. Denn bei einigen Flughäfen haut das nicht hin. Inzwischen ist es vielleicht gefixt, aber ich würde mich nie 100% darauf verlassen, dass das übereinstimmt. Das würde ich immer gegenchecken, gerade als Anfänger. So, ja. Und hier in unserem Fall haut es genau hin. So, jetzt gehen wir ganz kurz in die Takeoff-Page. Das heißt, wir klicken einmal auf Performance und sind jetzt hier in der Takeoff-Page. Jetzt hier steht der 1500. Jetzt weiß ich gar nicht genau, ob es ungemoddet überhaupt funktioniert. Muss mal kurz was checken, im Mod funktioniert's. Ja, es geht, genau. Hier, Thrust Reduction Altitude. Wir fliegen mit Autopilot und das ist jetzt eine Sache, die stellen wir von Hand ein. Und zwar gucken wir dazu zunächst, welche Höhe wir aktuell am Abflug Flughafen haben. Ja, das heißt, wir gucken hier rein. Ich habe jetzt eine Höhe von 140 Fuß. Das heißt, ich gebe 1500 Fuß dazu, bin bei 1600 Fuß Thrust Reduction Altitude. Ich könnte es jetzt ganz genau machen auf dem Fuß, ne? 1640 Fuß Thrust Reduction Altitude. Das ist nachher die Höhe, in der die Anzeige uns auffordert, den Schubhebel zurückzuziehen. Das erkläre ich gleich noch. Und in der der Airbus Autopilot dann die Nase runternimmt und anfängt zu beschleunigen. Deshalb sollte das ja schon halbwegs korrekt eingestellt sein. Immer erstmal 1500 Fuß über aktueller Höhe nehmen. Und das hier dann so eintragen, so wie ich es gerade gemacht habe. Jetzt gucken wir gleich noch in die Approach-Seite rein. Hier, nächste Phase, nächste Phase, nächste Phase, nächste Phase, Approach. Hier steht eine Zahl, VLS. Diese Zahl, ja, die notiert ihr euch. Denn das ist die Zahl, die wir nachher nochmal um 10 Knoten reduzieren und für den Landeanflug tatsächlich benutzen. Spielt ihr zufälligerweise schon mit Mod? Dann könnt ihr die Zahlen nehmen, die hier drinstehen. Ja, die Zahlen im Mod sind schon deutlich angepasster. Das hier ist einfach für die leichte Konfiguration in meinen Augen viel zu hoch. Und gerade für den Anfang gehen wir hier einfach auf 135 Knoten nachher, haben einen viel besseren Winkel im Anflug. Das entspricht absolut nicht den realen Prozeduren, aber für den Anfang ist es einfach wichtig, um nachher zu verhindern, dass wir bouncen und auch um zu verhindern, dass wir zu lange floaten. Kommen wir dann aber zu, wenn wir nachher landen. Aber erstmal rausschreiben, dann brauchen wir nachher nicht nochmal reingucken.
Das machen wir jetzt alles am Anfang. 145 Knoten rausschreiben, Strich dahinter machen, 135 Knoten. Und das ist das, was wir nachher eingeben. Ansonsten war es das auch schon eigentlich hier im FMS. Mehr brauchen wir im FMS nicht machen. Ja? ULS-Frequenz checken, Thrust Reduction Altitude und VLS rausschreiben. Mehr brauchen wir hier im FMS. Erstmal nicht. So, dann bereiten wir uns jetzt mal die Anzeigen vor für den Flug. Und zwar nehmen wir dazu diese neue Benutzerinterface-Taste. Ja, die drückt man einmal und dann kann man mit der Maus hier auf diese Anzeigen drücken. Dann kann man sich die rausziehen, vergrößern. Kostet Performance. Ich kann aber empfehlen, zumindest die erste Anzeige, also das PFD, das Primary Flight Display, also die Hauptfluganzeige, die rauszuziehen, weil ihr die Zahlen einfach wesentlich deutlicher lesen könnt. Ich ziehe mir auch das Navigationsdisplay raus und ECAM1, so nennt sich das. Also diese ersten drei Anzeigen ziehe ich mir immer raus. Vergrößere mir die so ein bisschen, sodass ich es einfach deutlicher lesen kann nachher. Dann ziehe ich mir hier hin. Das Navigationsdisplay ziehe ich mir hier hin. Und das ist gerade fürs Video jetzt auch vielleicht ganz gut, dann kann ich euch einfach die Sachen besser erklären. Das ziehe ich mir erstmal hier hin. Das mache ich noch kleiner, wenn wir fliegen, aber ich lasse es erstmal hier stehen für die Erklärung. Wer wirklich gar keine Ahnung vom Fliegen hat, Schnelleinweisung. Ja, das ist das Primary Flight Display. Dieses Display hier unten, hier großgezogen. Fluglageanzeiger, das Teil in der Mitte. Im Endeffekt wird hier angezeigt, ne, ob unsere Nase nach oben zeigt, ob die Nase nach unten zeigt, ob wir uns nach links gerade drehen, nach rechts drehen. Für den heutigen Flug, wir werden ja so gut wie gar nichts manuell fliegen. Es ist erstmal nur wichtig, dass ihr wisst, dass hier zwischen blau und braun der weiße Strich ist der Horizont. Alles, was da drüber ist, ist positiver Pitch. Das heißt, die Nase ist nach oben. Alles, was da drunter ist, ist Nase nach unten. Ja, der große Strich mit der 10 ist 10 Grad Nase hoch. Der mittelgroße Strich dazwischen, ich mache meine Flight Director kurz aus. Der mittelgroße Strich dazwischen ist diese 5 Grad. Das ist nachher wichtig beim Landen. Das ist diese 5 Grad Nase hoch Anzeige. Das ist das, was wir versuchen beim Landen nachher zu treffen. Dazwischen sind immer 2,5 Grad Schritte. Ja, das heißt, das sind 10 Grad. 12,5 Grad, 15 Grad. Das ist eigentlich das Wichtigste für die Fluglage, die ihr gerade wissen müsst. Hier unten ist ein orangener Punkt. Das ist nachher die Radarhöhe. Ja? Das ist die tatsächliche Höhe über Grund. Da wir jetzt stehen, ist hier eine 0. Und hier orientieren wir uns dann beim Anflug dran, wann wir den Autopiloten ausschalten, wann wir die Nase hochziehen und wann wir den Schubhebel zurückziehen. Ne? Die Zahl ist also wichtig. Das hier ist immer die Höhe über Meeresgrund. Das ist quasi eine auf Luftdruck basierende Höhe, die angezeigt wird. Da wir mit Standardwetter fliegen, brauchen wir uns auch nicht um den Luftdruck kümmern. Ansonsten müsste man hier immer noch den richtigen Luftdruck auswählen. Ist aber heute erstmal egal. Aber wie gesagt, die Höhenanzeige und hier oben steht immer die ausgewählte Höhe des Autopiloten. Das ist auch noch wichtig. Und hier sehen wir die Geschwindigkeit, die wir fliegen. Und zwar immer hier mittig. Das ganze Band bewegt sich und hier mittig ist immer die Geschwindigkeit, die wir gerade aktuell fliegen. Wenn wir starten, kommen hier nachher ein paar Symbole. Da kommt eine 1 und ein lila Dreieck. Das ist noch wichtig fürs Starten, das erkläre ich nachher. Ansonsten steht hier oben die Geschwindigkeit, die der, ich glaube, der Autopilot gerade vorschlägt. Ist aber auch erstmal nicht wichtig, werden wir so gut wie gar nicht benutzen. Wir orientieren uns immer an so einem lila Bubbel. Ja, wenn der lila Bubbel außerhalb der Anzeige ist, steht die Geschwindigkeit hier oben. Nachher ist es nur ein lila Bubbel, die hier angezeigt wird. Hier oben. Das Ding nennt man Flight Mode Annunciator, glaube ich. FMA. Ja, im Endeffekt ist es auch egal, wie das Ding genannt wird. Entscheidend ist hier, dass hier die Modi des Autopiloten und des Autotrustes angezeigt werden. Die drei hier vorne sind eigentlich die wichtigen. Ne, hier ist nachher, steht nachher der Autotrust, welchen Mode er gerade hat. Hier steht die horizontale Navigation, also sprich, ob wir die Höhe halten, ob wir Glideslope einfangen und so weiter. Hier steht die laterale Navigation, sprich, ob wir einem ausgewählten Kurs folgen, ob wir dem Flugplan folgen oder ob wir auf dem Localizer sind. Ja, die drei Sachen. Immer wenn ich sage, im FMA irgendwas checken, dann bezieht sich das auf hier. Hier oben sehen wir nachher, wenn der Autopilot an ist, dann erscheint hier ein AP. Die Spalte soll heute erstmal vollkommen egal sein. Und das ist eigentlich auch erstmal alles, was jetzt fürs PFD wichtig sein sollte für den Anfang. Wenn wir nachher zum ILS kommen, erkläre ich nochmal ganz kurz die Anzeigen vom ILS. Sind aber theoretisch gar nicht so wichtig, weil der Autopilot das für uns erledigt, aber ich erkläre es nachher, wenn wir da sind.
Im Navigationsdisplay ist auch erstmal gar nicht so viel relevant heute. Das ist nur dann relevant, wenn ihr euch zum Beispiel für den Sinkpunkt ausgesucht habt, 20 nautische Meilen vor Mappard oder so. Ja? Dann seht ihr hier oben einfach den Wegpunkt, der gerade das nächste Ziel ist. Und hier seht ihr die Entfernung zum Wegpunkt. Ja, das ist das Einzige, was ihr quasi aus dem Navigationsdisplay brauchen könntet. Theoretisch die Sinkflugberechnung. Ansonsten nutzen wir das einfach nur, um zu gucken, wo wir uns schon befinden im Verhältnis nachher zum Landeflughafen. Ja, wir können ja den kompletten Flugplan quasi drauf sehen. Mehr braucht man nicht. Ansonsten kann man sich hier Wetterradar einzeigen lassen. Hier sehen wir nachher auch die tatsächliche Luftgeschwindigkeit. Ja, die steht zum Beispiel hier. Ja, TAS, True Airspeed müsste das sein. Und hier sehen wir nachher noch die Ground Speed. Da wir keinen Wind haben, wird das hier eigentlich heute immer übereinstimmen. Ne? Ground Speed ist die Geschwindigkeit, die wir tatsächlich über dem Boden fliegen. Und wenn dann Wind herrscht, dann weicht das nochmal ein bisschen ab von der True Airspeed. Soll heute aber erstmal egal sein. Nur kurz zur Erklärung. Ansonsten hier im ECAM interessiert uns eigentlich auch nur eins. Heute erstmal die Flap-Anzeige. Das ist erstmal das, was wichtig ist. Also die Landeklappen-Anzeige, S und F. Und was hier unten immer steht, sodass wir sehen, ob die Klappen nachher ausgefahren sind oder nicht. Wenn ihr den Mod drin habt, steht ja noch viel mehr. Aber erstmal heute, für uns ist nur das relevant. Mehr nicht. Könnt ihr also auch, wenn ihr das hier unten lesen könnt, könnt ihr das auch einfach da lesen oder könnt ihr auch darauf verlassen, dass der Hebel für die Landeklappe nachher richtig steht. Hier seht ihr das auch. Ne? Also das ist auch nicht so wichtig. Das ist auch nicht so wichtig. Das hier vorne würde ich mir auf jeden Fall vergrößern. Selbst wenn ihr dadurch ein paar FPS verliert, gerade für den Landeanflug nachher, weil wir beim Landeanflug die Nase auf 5 Grad ziehen und das kann man hier dann einfach wesentlich besser erkennen. So, haben wir uns die Instrumente soweit vorbereitet. Jetzt stellen wir uns noch zwei Sachen am Autopiloten ein. Eigentlich nur eine Sache, ne? Quatsch, eine Sache stellen wir uns ein. Und zwar, ich rutsche mal rüber, ihr könnt das auch wieder über die Instrumentensicht machen, ne? Also man kann hier einfach auch wieder durchschalten, so zum Beispiel, ja. Und das Einzige, was uns jetzt erstmal beim Start interessiert, ist, dass wir hier die Höhe einstellen, auf die wir steigen wollen. Und zwar gehen wir hier gleich die Reiseflughöhe ein. Wir steigen also nicht in irgendwelche Stufen, sondern wir gehen hier gleich die Reiseflughöhe ein, die wir vorher im Navigationsdisplay, im Navigationslog uns eingestellt haben. Ich hatte 11.000 Fuß ausgesucht. Und im Endeffekt, da wir die ATC ignorieren, könnt ihr hier auch 12.000 Fuß eingeben oder was auch immer. Versucht nur 10.000 Fuß zu vermeiden. Da bei 10.000 Fuß der Airbus nicht weiß, soll er jetzt 250 Knoten fliegen oder kann er auf 300 Knoten beschleunigen. Also da hatte ich früher mal Probleme mit. Vielleicht ist es auch gefixt. So, nach dem Einstellen über dieses Drehrad, ne, drücken wir dieses Drehrad einfach nach unten. Zack. Da muss quasi also ausgewählter Höhenmodus aktivieren Muster stehen. Nicht nach oben klicken, sondern nach unten. Wenn ihr nach oben klickt, erscheint hier so ein kleiner Punkt. Der muss weggehen. Nach unten. Ja, der Punkt sollte nicht da sein. Und hier müssen diese 11.000 Fuß dann in blau hinterlegt sein. So muss das aussehen. Mehr brauchen wir am Anfang schon nicht einstellen. Speed und Nav lassen wir so, wie es ist. Im gemanagten Modus nennt sich das. Hier muss ein Punkt sein. Und drei Striche. Und hier auch. Drei Striche und ein Punkt. So muss es aussehen. Dann ist erstmal alles soweit eingestellt für den Start. Die Räder sollten unten sein. Und in der Regel ist auch die Klappe auf Stellung 1 schon ausgefahren. Ne? Ansonsten, wenn sie bei euch nicht ausgefahren ist, den Hebel hier auf Position 1 ziehen. Die Störklappen hier unten. Ich gehe nochmal in eine andere Ansicht. Das sind die Luftbremshebel, die Störklappen. Ja, die Spoiler, wie immer man die auch nennt. Es gibt eigentlich, glaube ich, noch Unterschiede, da ist aber egal. Beim Start sind die normalerweise gearmt, nennt sich das. Die sind also scharf. Das heißt, hier ist eine weiße Markierung zu sehen. Ist aber eigentlich theoretisch für unseren ersten Flug vollkommen irrelevant. Ne? Bei der Landung nachher hilft es zum Bremsen. Beim Start, keine Ahnung, wir werden ihn nicht abbrechen. Aber nur, dass ihr es wisst, so ist der Luftbremshebel nicht scharf und wenn ihr ihn rauszieht vorsichtig mit der Maus, dann ist er scharf. Ja, das Weiße muss zu sehen sein. Können wir am Anfang auch im Prinzip den ganzen Flug so stehen lassen. Ne, würde man in echt nicht machen, würde man irgendwann einfahren und später wieder aktivieren. Wir lassen es. Das nächste, was ihr gerne machen könnt, wenn ihr wollt, ist dann bei 10.000 Fuß die Lichter ausschalten. Ja, die beiden Landescheinwerfer werden wir heute auch machen. Hat beim Airbus wohl auch ein paar aerodynamische Hintergründe, aber im Endeffekt macht es keinen Unterschied. Ihr könnt die auch erstmal ignorieren als Anfänger, wenn ihr möchtet. Ne? Lasst die Dinger aus oder an. Spielt erstmal für den Flug an sich und für das Landen überhaupt gar keine Rolle. So, wir haben alles vorbereitet. Ich gucke gerade mal meine Checkliste durch. Genau. Jetzt erkläre ich noch ganz kurz, bevor wir tatsächlich losgehen, den Schubhebel.
weil es ist ein bisschen anders als in vielen anderen Flugzeugen. Ne? Wir haben hier im Prinzip beim Airbus immer Auto-Thrust. Wir nutzen so gut wie nie irgendwas Manuelles. So, wir sehen hier drei Dreiecke, drei Notches. Das sind Raster. Da rastet normalerweise das Ding richtig ein. Ne? Take-off, go-around, also T-O-G-A. Ja, das ist das Standardding, was wir benutzen heute für den Start. Dann gibt es noch eine Flex-Stellung. Das ignorieren wir heute aber. Da könnte man über Temperatur-Eingaben dem Flugzeug quasi ein paar Sachen vorgaukeln oder auch tatsächlich die Temperatur einstellen und dann quasi ja, die Leistung ein bisschen begrenzen. Lassen wir weg. Soll für den ersten Flug. Ist vollkommen irrelevant erstmal. Und dann gibt es die Climb Notch, CL. Und das ist das, wo wir den Schubhebel dann quasi an der Thrust Reduction Altitude hinziehen. Das heißt, beim Start schieben wir den Schubhebel komplett nach vorne. Ja, Take Off. Hier steht nachher auch Take Off. Und wenn wir dann nachher diese 1500 Fuß über Flughafenhöhe erreicht haben, ziehen wir den Hebel, wenn er die Nase runtergenommen hat, hier in dieses Raster zurück. Da rein. Und da lassen wir den Hebel dann quasi bis kurz vor der Landung. Und bei ca. 30 Fuß vor dem Aufsetzen ziehen wir dann einfach nur den Hebel wieder komplett zurück. Mehr machen wir mit dem Schubhebel nicht. Ja? Start, komplett nach vorne. Ja? Dann steht ja auch Take-off, Go-Around. Und wenn nachher die Nase runtergenommen wird, bei der Thrust Reduction Altitude zurück auf Climb. Dahin. So. Ne? Ihr müsst mal aufpassen, wenn ihr mit diesen Fenstern spielt und ihr habt die Maus über dem Fenster, dann nimmt der Flugsimulator die Eingaben nicht. Ihr müsst die Maus wieder über den Flugsimulator führen. Und kurz vor der Landung, Schub zurück. Mehr machen wir mit dem Schubhebel nicht. Das Ganze geht theoretisch ja auch mit den, ne, mit den Tasten, aber nicht so schön flüssig wie mit dem Hebel. Gerade nachher das Zurückziehen. Ich glaube F1, F4 wäre dann Vollgas und einmal Idle. Kann ich nicht genau sagen. Ich habe die Tasten anders belegt. Die kann ich jetzt beide nicht benutzen gerade. Die steuern mein Videoprogramm. So, aber das zum Flughebel, zum Gashebel. Ne, mehr braucht man auch nicht wissen. Und im Endeffekt haben wir jetzt alles, was wir brauchen, um den Flug erfolgreich zu absolvieren. Ja, ihr müsst den Joystick am besten haben. Mit Tastatur geht's auch, aber mit dem Joystick macht es dann nachher einfacher. Und ja, können wir eigentlich loslegen. Mit dem Start. Ich stelle mir die Sicht ein, ne, meine Standardsicht, und ich kann dann hier immer so ein bisschen hin und her switchen. Das kann dann aber jeder für sich einstellen, wie er es möchte. Also ich habe im Prinzip die Sichten gespeichert, ne? Das geht auch mit Alt, Shift, 1 und sowas, müsst ihr genau reingucken. Cockpit-Sicht speichern, gibt es immer eine Taste für Speichern und fürs Aufrufen. Das ist aber eigentlich irrelevant fürs Fliegen an sich. Na, das muss dann jeder selber entscheiden, wie er das einstellt. Und ich stelle mir quasi immer eine Sicht so ein, dass ich das jetzt hier sehe beim Start. Und das ist meine gespeicherte Sicht, das heißt, ich kann immer so umschalten. Ne? Gespeicherte Sicht, zurück in die nicht gespeicherte Sicht. Und da, hier merkt er sich das, ne? Weil ich jetzt so hinschiebe, merkt er sich die Position. So. Wir gehen jetzt im Kopf die Checkliste durch. Ich lasse den Flight Director aus. Mich irritiert er manchmal einfach mehr, als er mir bringt. Ihr könnt ihn einschalten. Na, das ist dieser grüne Punkt. Ich lasse ihn aus. Und Höhe ist eingestellt, steht hier drin. Klappe auf 1. Bremshebel raus. Und im Endeffekt war es das gewesen. Jetzt werden wir dann im Prinzip die Handbremse lösen, Vollgas geben. Dann wird hier die Geschwindigkeit steigen, da wir keinen Wind haben und ihr möglicherweise die Option mit dem automatischen Ruder anhabt, solltet ihr auch wirklich zentriert auf der Bahn bleiben. Ihr solltet euch also nicht darum kümmern müssen, irgendwie hier rechts und links zu korrigieren. Hier erscheint dann irgendwann eine 1 und kurz hinter der 1 kommt ein lila Dreieck. Ist auch vollkommen egal, wie die Dinger bezeichnet werden. Genau dazwischen fangen wir einfach ganz langsam an, den Joystick nach hinten zu ziehen. So dass die Nase hier hochkommt. Ja, also hier, dieser Buckel kommt dann langsam hoch. Ja, und wir ziehen das ungefähr so weit, bis das Ding auf 10 Grad steht. Wenn das Ding auf 10 Grad steht, sollte inzwischen auch das Fly-by-Wire greifen. Das heißt, wenn wir dann den Joystick loslassen, behält der Airbus die Position bei und die Nase bleibt auf 10 Grad. Und dann werden wir auch schon den Autopiloten einschalten und die Räder einfahren. So, und das machen wir jetzt aber erstmal. Das heißt, wir lösen die, muss hier runter mit der Maus, die Parkbremse. Die befindet sich, entweder ihr macht es über Taste oder hier, ne? Parkbremse lösen. Und geben jetzt einfach Vollgas. Zack.
Schubhebel nach vorne, ja, komplett nach vorne. Und wir fangen an zu rollen. So, hier, Geschwindigkeit steigt. Da ist die 1, da kommt der lila Bubbel und genau dazwischen ziehen wir den Joystick vorsichtig nach hinten. Ich fange jetzt an. Na, auf 10. Wir sehen auch schon, dass wir steigen. Und jetzt bleibt er auch so und ich schalte den Autopilot ein. Zack, Autopilot einschalten. Wieder einfahren. Und jetzt warten wir hier im Prinzip, bis wir unsere Thrust Reduction Altitude erreicht haben. Ne, haben wir jetzt gerade. Er nimmt die Nase runter. Und hier steht Lever Climb. Wir warten, bis er die Nase runtergenommen hat. Jetzt ziehe ich den Schubhebel zurück, bis er hier auf diese Notch kommt, ja, auf diese Climb-Stellung. Ne, da muss er stehen, da wo CL steht. So, jetzt fahren wir die Landeklappe ein. Und der Airbus wird jetzt weiter beschleunigen und zwar auf 250 Knoten. Das macht er ganz automatisch, dass er unter 10.000 Fuß die 250 Knoten hält. Die ATC quatscht mich noch ein bisschen voll nebenbei. Wie gesagt, ich will die ignorieren. Ich lasse das alles so. So, er wird auch gleich merken, dass er zu schnell ist. Dann nimmt er die Nase hoch und erhöht damit quasi, ja, die vertikale Geschwindigkeit und die Vorwärtsgeschwindigkeit wird damit automatisch abnehmen. Lass den Autopiloten einfach machen. Die Zahlen sehen teilweise erschreckend aus. 6.000 Fuß pro Minute. Das ist einfach so. Kontrolliert, ob hier NAV steht im FMA. Hier muss NAV stehen. Hier muss Open Climb stehen, also OPCLB. Und hier muss Trust Climb stehen. Ja, die drei Sachen müssen hier stehen. Und alles ist erstmal richtig. So, damit haben wir im Prinzip erstmal den Start geschafft. Alles andere macht der Airbus jetzt im Prinzip alleine, bis wir dann irgendwann uns entscheiden zu sinken. Jetzt könnt ihr theoretisch so ein bisschen einfach auch die Ansicht genießen von außen. Ne? Und jetzt können wir uns eine ganze Weile erstmal zurücklehnen. Jetzt kommen wir langsam hier auf 10.000 Fuß. Jetzt nimmt der Airbus automatisch die Nase runter und wird beschleunigen. Ja, jetzt beschleunigt er auf 320 Knoten, das ist dann die Reisegeschwindigkeit. Und wird dann auch wieder auf weiter steigen, bei uns ja heute nur auf 11.000 Fuß. Und ihr könnt dann jetzt rein theoretisch hier die Lichter ausschalten. Ja, das sind diese zwei Knöpfe hier oben, die zwei großen Hebel. Könnt ihr ausschalten, ne? Zweimal klicken, dass sie richtig einfahren. Und muss man aber nicht. Das würde jetzt den Flug nicht versauen, wenn ihr es nicht macht. Hier pegelt er sich jetzt ein. 11.000 Fuß ist die Reiseflughöhe. Hier müsst ihr einfach checken, ob Speed steht. Ne, wenn ihr cruised, also wenn ihr oben angekommen seid auf der Reiseflughöhe, muss das Speed stehen. Hier muss nachher Alt stehen, entweder mit einem Sternchen oder Alt Cruise. Wenn er die Geschwindigkeit komplett eingefangen hat, steht da Alt Cruise, also Alt CRZ. Und NAV muss hier stehen. Ja? Hier steht AP1, Autopilot ist an. Das sind die Sachen, die wir im Prinzip so checken müssen. Jetzt gucken wir aufs Navigationsdisplay und sehen quasi jetzt hier den Flugplan, den wir fliegen. Ja, und wir hatten uns ja vorhin ausgerechnet, dass wir bei Ogball anfangen zu sinken. Das heißt, bis Ogball können wir jetzt im Prinzip uns wirklich zurücklehnen und den Airbus einfach fliegen lassen. So, jetzt schaltet er um, jetzt hat er die Reiseflughöhe komplett eingefangen oder in einer bestimmten Toleranz. So muss es dann aussehen, ne? Speed, Alt, Cruise, NAV. Alles richtig gemacht. So, wir haben jetzt gerade den Wegpunkt NAVAC passiert. Hier unten sieht man es. Und fliegen jetzt auf Ogball zu. Und Ogball hatte ich mir ja aufgeschrieben, ist der Punkt, an dem ich anfange zu sinken. So, das heißt, ich gehe jetzt mal wieder ins Cockpit rein. Ich schalte mir jetzt diese Anzeige auch eine Reichweite runter. Ja, das ist der Knopf hier. So,
Vielleicht haben sie es besser sehen. Ich habe 10 nautische Meilen. Noch Zeit, bis ich anfangen möchte, wirklich spätestens zu sinken. Und wenn ihr das wirklich so macht und die ATC ignoriert, solltet ihr auch immer rechtzeitig runterkommen, sodass ihr wirklich auch landen könnt. Und damit verhindern wir im Prinzip, dass wir auf irgendwelchen falschen Anflugprofilen von der Höhe her hängen bleiben. Deshalb benutzen wir auch den nicht gemanagten Höhenmodus, ja, den ohne Punkt. Das Ganze gibt es auch mit Punkt, dann hält er sich aber strikt an die Vorgaben im FMS. Und das kann einfach wirklich falsch sein. So. Ihr könnt auch immer schon ein, zwei Meilen vorher anfangen, ne? Also das ist jetzt nicht so wild. Deshalb mache ich das jetzt Ganze auch mal. Und zwar gehe ich jetzt hier wieder im Prinzip in diese Anzeige, hier oben, wo die Höhe ist. Ja? Und jetzt stelle ich mir quasi 3000 Fuß über Flugplatzhöhe ein. Das heißt, mein Flugplatz liegt ungefähr bei 200 Fuß. Ich würde jetzt hier 3200 Fuß einlegen. Wenn ihr einen Flugplatz habt bei 2000 Fuß, wo ihr landet, dann gebt ihr 5000 Fuß ein. Immer 3000 Fuß über Flugplatzhöhe für den Anfang als Anfänger. So, das heißt, ich drehe jetzt hier erstmal auf 3000. Und wenn man jetzt in 100er Schritten gehen möchte, muss man hier oben, das ist ein ganz kleiner Bubbel, der ist ganz schwer zu treffen, da muss man irgendwie einmal raufklicken. Oh, verkehrt. Den nicht gemanagten Modus nach unten. Ne, nach unten drücken, dann fängt er an zu sinken. Im Open Descent, das muss da stehen. So, ich gucke nochmal, ob ich das hier treffe. Das ist ganz schwer zu treffen. Da ist es. Nein, ist es nicht. Hier ist irgendwo ein ganz kleiner Bubbel. Das ist. Da ist es. So, jetzt habe ich es, glaube ich, umgestellt. Ja, genau. Jetzt kann ich in 100er Schritten gehen. Ich stelle es mir auf 3200 Fuß. Hier ist halt so ein kleiner Bubbel. Ist das. Normalerweise ist es so ein Zeiger, der von links nach rechts gedreht wird. 100 und 1000er Schritten. Dann müsst ihr genau gucken. Hier Höhenauswahlerhöhung. Wenn das da steht am Tooltip, dann ist es das Richtige. Und jetzt sind wir wieder bei 1000 Fuß angekommen. Bei 10.000 Fuß und der Airbus fängt erstmal automatisch an zu entschleunigen, also langsamer zu werden, damit er wieder die 250 Knoten erreicht, die wir ja nur unter 10.000 Fuß fliegen dürfen. So, im Endeffekt kommt jetzt der Sinkflug und irgendwann dazwischendurch, beim Punkt D-Zell in der Regel, schaltet der Autopilot oder das FMS automatisch in den Approach-Modus für die Geschwindigkeiten um. Ja, das ist quasi dann hier zu erkennen, dann ist das grün. Ja, das ist die Performance-Page. Ne? Man kann diese Approach-Phase auch aktivieren, wenn man hier zweimal raufklickt. Ja, es passiert aber in der Regel immer automatisch. Und zwar ungefähr hier. Dann wird der Airbus ab diesem Zeitpunkt die Geschwindigkeiten automatisch reduzieren. Und zwar immer so weit, wie es die Landeklappeneinstellung zulässt. Wenn ihr dann die nächste Klappe setzt, die nächste Landeklappe, wird die Geschwindigkeit weiter reduziert und so weiter und so fort. Das ist also ein sehr intelligentes System, deshalb brauchen wir uns um fast gar nichts zu kümmern hier beim Airbus. Und dass die Phase aktiv ist, erkennt ihr, wie gesagt, dann daran nachher, dass entweder hier grün Approach steht oder ihr seht es auch hier, wenn der anfängt plötzlich unter 250 Knoten zu sinken, dann wisst ihr, aha, der Approach-Modus für die Geschwindigkeiten ist aktiv. So, und wie gesagt, ne, die 145 Knoten haben wir uns am Anfang ja rausgeschrieben. Wir werden nachher dann kurz vorm Aufsetzen die Geschwindigkeit auf 135 Knoten reduzieren. Es sei denn, ihr spielt mit dem Mod. Wenn ihr mit dem Fly-by-Wire-Mod spielt, dann könnt ihr das so lassen, wie es ist. Der hat schon wesentlich angenehmere Geschwindigkeiten drin. Und hier beim Sinkflug wirklich, wie gesagt, rechtzeitig unten sein. Lieber 20 Meilen zu früh irgendwie auf Anflughöhe sein, als wirklich zu hoch reinzukommen und das als Anfänger nicht mehr korrigieren zu können. So, wir sind unter 10.000 Fuß. Na, normalerweise müsste man jetzt die Lichter wieder einschalten. Da wir aber komplett ohne KI oder irgendwas fliegen, könnt ihr das auch ignorieren. Aber das wäre so ein Punkt, den man jetzt beachten könnte. Na, man würde sich auch normalerweise jetzt nochmal den Luftdruck holen, würde den Luftdruck nochmal einstellen. Da wir aber mit Standardwetter spielen, können diese 29.92 einfach so bleiben. Das hat nachher damit zu tun, dass wenn der Luftdruck falsch eingestellt ist, einfach eine falsche Höhe angezeigt wird. Das muss man dann später wirklich beachten, wenn man mit anderem Wetter spielt oder mit Live-Wetter oder was auch immer.
So, jetzt levelt der Airbus kurz aus, ne? Kein Schreckring, das ist einfach, jetzt hat er diesen Approach-Modus aktiviert. Levelt erstmal ein, um Geschwindigkeit abzubauen und er sinkt dann weiter auf die 3200 Fuß. Also das ist vollkommen normal. Er sinkt jetzt hier auf dieses lila Dreieck, ist mal die Geschwindigkeit, die er gerade nehmen möchte. So, und wir nähern uns immer mehr, sage ich mal, dem Anflugpfad. Und was ein ILS-System ist, erkläre ich jetzt heute nicht. Wer das nicht weiß, ist erstmal nicht so schlimm. Wichtig ist, dass wir einfach nachher das sehen wollen. Und wir schalten deshalb, also wir wollen die Entfernungen sehen. Deshalb schalten wir hier LS ein. ILS-Info-Anzeige. So. Ihr könnt euch auch den Flight Director anschalten. Mich irritiert der einfach immer nur und nimmt mir die Sicht weg. Ihr könnt ihn aber auch gerne einschalten. Na, das ist immer das grüne Kreuz. Ich mach den aus. Ist eine persönliche Sache. Macht, wie ihr das wollt. So, wir leveln uns auf 3200 Fuß ein. Und wir haben LS eingeschaltet. Und irgendwann ploppen jetzt hier lila Zahlen auf hier unten. Und auch lila Symbole. Das heißt, wir sind dann in Reichweite des Landekurssenders. Und wir schalten dann den Autopiloten-Modus um. Und zwar schalten wir dann auf den Localizer um. Ja, was das ist, müsst ihr erstmal nicht wissen. Einfach nur, dass wir es machen. Localizer und Approach. Damit fängt der Autopilot das ILS-Signal ein und wird die Maschine sauber runter zur Landebahn führen. Theoretisch sind Autolandungen möglich. Hier ist es gerade passiert, ne? Ist aufgeploppt, ne? 25 Meilen bis zum Flughafen. Und hier diese lila Symbole sind Anzeigen für das ILS-System. Was wollte ich sagen? Ach ja, theoretisch sind Autolandungen möglich. Das heißt, der Airbus ist theoretisch in der Lage, komplett eine Landung bis zu Ende durchzuführen. Ich war auch der Meinung, das geht im Flugsimulator. Aber inzwischen bin ich davon auch überzeugt worden, durch die Foren und durch Selbsttest, dass das nicht ganz funktioniert. Das heißt, im Flugsimulator hier wird der Airbus nicht wirklich flären. Also er wird nicht wirklich versuchen, die Nase hochzuheben, kurz zum Aufsetzen, und deshalb, wenn ihr den Anflug bis zu Ende mit dem Autopiloten fliegt, bis runter auf die Landebahn, ist es sehr hoch die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach bounced, dass er plötzlich runter droppt, ihr dann quasi wieder hochfliegt und so weiter und so fort, dass die Landung quasi überhaupt gar nicht klappt, mehr oder weniger. Im Moment ist es auch vollkommen normal, dass die Höhe nicht 100% mit dem übereinstimmt, was eingestellt wird. Das scheint gerade wieder irgendwelche Bugs drin zu sein. Normalerweise haben wir alles richtig gemacht, wir haben 3200 Fuß eingestellt, und er fängt es nicht wirklich richtig ein. Ich weiß nicht im Moment, wo dran es liegt. Es kommen aber vermehrt solche Meldungen. Möglicherweise ist es, wenn ihr das Video seht, alles schon wieder gefixt. Aber im Moment ist es so. Ist aber nicht schlimm. Ja, können ja auch tausendmal drücken, passiert nichts. Okay, ich habe es nochmal gedrückt, jetzt übernimmt das. Vielleicht hatte ich vorhin, es kann sein, dass ich, nachdem ich die 200 Fuß korrigiert habe, das nicht nochmal gedrückt habe. Im Moment gerade macht das. Es gibt trotzdem diesen Bug ab und zu, dass es nicht richtig hinhaut. Und könnt ihr in den Foren nachschauen. Und auch einige meiner Zuschauer haben es, glaube ich, auch schon reingeschrieben, dass das manchmal einfach nicht hinhaut. So, wir nähern uns dem Endanflug. Ja, wir sind jetzt hier bei 20 nautischen Meilen entfernt. Und ihr solltet spätestens zwischen 20 nautischen Meilen Entfernung und 15 nautischen Meilen Entfernung einfach umschalten. Ja? Einmal Localizer drücken und einmal Approach-Button drücken. Dann geht automatisch Localizer aus. Ne? Erst Localizer und dann Approach. Und dann müsst ihr hier im Flight Mode Annunciator, also im FMA hier oben checken, ja, ob hier dann das Richtige drin steht. Na, hier sollte dann GS stehen und Localizer. Sind die blau, heißt das, die sind scharf. Scharf gemacht. Wenn er irgendwann dicht genug dran ist, wird er den Localizer einfangen. Und wenn er dicht genug dran ist, wird auch irgendwann die Glideslope einfangen. Ja, Localizer ist das hier unten, das Symbol nachher. Und Glideslope ist dieses Lila-Symbol. Wir gehen noch nicht auf die Details ein. Ich habe auch schon ein extra Video zum ILS gemacht. Da könnt ihr euch das gerne angucken. Ist im Moment auch erstmal wirklich nicht relevant. So. Bei 15 nautische Meilen vor dem Flughafen, ungefähr, ja, setzen wir die erste Landeklappe. Pi mal Daumen. So, dass wir am besten noch, bevor wir die Glideslope schneiden, die erste Landeklappe draus haben. Ich mache es jetzt einfach mal, ne? Klappe eine Stufe raus. Wir gucken, ob das hier alles hinkommt.
fährt aus. Ne, einfach nur eins muss hier stehen. Dann ist alles okay. Der Autopilot korrigiert ein bisschen nach. Er geht wieder in der Geschwindigkeit runter. Alles automatisch. Lassen wir erstmal alles so. Ja, wir gucken auch, der Luftbremshebel ist auch scharf. Jetzt beim Landeanflug ist das schon durchaus relevant, denn wenn wir aufsetzen, werden automatisch die Störklappen ausgefahren und bremsen das Flugzeug ab. Und gerade jetzt am Anfang, wo wir noch nicht mit Umkehrschub arbeiten, ist das durchaus relevant. Jetzt sehen wir gerade, dass er den Localizer eingefangen hat. Ja, er hat jetzt hier umgeschaltet auf Loc und versucht jetzt quasi, sich auf den Localizer draufzusetzen, um dann wirklich in Landebahnrichtung anzufliegen. Kurz mir die Sichten wieder einstellen. So. Jetzt sehen wir auch hier, dass die Glide Slope aktiv wird. Auch das wird der Autopilot gleich automatisch versuchen einzufangen. Und wenn er die Glide Slope eingefangen hat, wird auch das hier grün dastehen. So, gleich fängt er an zu sinken. So, hat geklappt. Ne, Glide Slope grün, Localizer grün, Speed grün, alles klar. So, jetzt fangen wir spätestens bei 8 nautischen Meilen vor dem Flughafen an, die komplette Landekonfiguration einzunehmen. Ne? Warum mache ich das immer so? Ich habe es ja extra so gemacht. So, das heißt, wir werden jetzt die Klappen ausfahren, und zwar erstmal auf Stellung 2. Das ist so die Reihenfolge, die ungefähr vorgeschlagen wird, ja. Klappe 2. Fährt hier aus. Ist ausgefahren. Jetzt fahren wir die Räder bzw. das Fahrwerk aus. Ne? Hier kommen dann 3 grüne Leuchten. 2500. Ja, ist ausgefahren. Und jetzt fahren wir quasi Landeklappe 3. Und auch Landeklappe 4 aus. Jetzt stellen wir noch im Prinzip die Bremsen, die automatische Bremse auf Medium. Gerade da wir ohne Umkehrschub arbeiten, erstmal auf Medium stellen. Ihr könnt auch Max nehmen, aber Medium ist in meinen Augen vollkommen ausreichend, sollte wirklich klappen. Und jetzt haben wir im Prinzip die volle Landekonfiguration. Jetzt werden wir hier unten diese Zahl im Auge behalten. Wir werden dann langsam, aber sicher die Geschwindigkeit reduzieren auf die 135 Knoten, ne, das, was wir am Anfang uns ausgerechnet haben. Das heißt, wir werden jetzt hier diesen Bubbel, ja, hier wo Speed steht, wenn wir einmal nach unten klicken, jetzt steht da 145, das ist der, was der quasi vorgibt, das FMS. Und das werden wir jetzt runterdrehen auf 135. 135. Und dann sehen wir auch, dass das Dreieck ist jetzt blau und ist bei 135. So, wir spielen nicht mit Wind, mit nichts. Ist genug Luft da, macht es wesentlich einfacher, nachher das Flugzeug abzufangen. Bei circa 100 Fuß über Boden, ja, wenn hier eine 100 steht, werden wir den Autopiloten ausschalten. Ihr könnt das mit der Maus machen oder aber, wie gesagt, am besten mit einer Taste am Joystick, sodass ihr die Hand schon am Joystick habt. Und dann werden wir bei 50 Fuß langsam aber sicher anfangen, die Nase auf 5 Grad zu ziehen. Jetzt gibt es aber beim Airbus einen Bruch in der Steuerung. 30 Fuß funktioniert dieses Fly-by-Wire nicht mehr so, wie es eigentlich funktioniert. Das ist aber vollkommen richtig so. Sondern ab 30 Fuß muss der Joystick auch so gehalten werden, dass die Nase oben bleibt. Das heißt, bei 50 Fuß fahren wir ganz langsam an, den Bubbel auf 5 Grad zu ziehen. Das ist der kleine Strich ohne Ziffer. Und dann halten wir den Joystick langsam so, bis wir aufsetzen. Denn ab 30 Fuß würde sonst die Nase wieder nach unten fallen, wenn ihr den Joystick loslasst. Und bei 30 Fuß nehmen wir dann auch noch Gas raus. Und jetzt, wenn ihr sagt, wie gesagt, wenn ihr Anfänger seid, das zum ersten Mal macht, dann drückt jetzt einfach einmal die SIM-Rate
Taste, dass wir in die Zeitlupe gehen. Jetzt passiert alles in halber Geschwindigkeit und ihr habt gerade als Anfänger jetzt wesentlich mehr Zeit und es ist absolut keine Schande in meinen Augen und ihr könnt so euch erstmal an das ganze Flugzeug gewöhnen. Wir fliegen jetzt quasi mit halber Geschwindigkeit, also mit halber Geschwindigkeit, Deutsch, ne? Zeitlupe. Ihr könnt das Ganze nochmal drücken, dann seid ihr in der Viertelgeschwindigkeit. Muss man aber nicht. So, ich drücke das jetzt wieder hoch, bin jetzt in der halben Geschwindigkeit, um es mal zu zeigen. Und jetzt gucken wir und konzentrieren uns hier unten auf diese Anzeige. Ne? Bei 100 Autopilot aus und bei 50 langsam anfangen, die Nase hochzuziehen. Solange wir den Joystick nicht rechts und links bewegt, bleibt das Flugzeug eigentlich auf Kurs. Wir haben keinen Wind an nichts, kann eigentlich so gut wie nichts schief gehen. Und bei 30 Fuß komplett einfach den Schubhebel nach hinten ziehen. So, 200, hier unten steht es immer, ne? Autopilot aus. 80, 70, 60. So, ganz vorsichtig den Joystick nach hinten ziehen. Ja, ganz langsam. Wir wollen auf 5 Grad kommen. 30, Schub raus. Den Joystick so halten für ein paar Sekunden. Nicht loslassen, sonst droppt die Nase nach unten. Einfach so lassen. Na, er setzt auf. Jetzt könnt ihr den Joystick auch loslassen. Zack. Jetzt setzen die Autobremsen theoretisch aus. Die Spoiler sind da. Ihr könnt jetzt auch manuell einfach mit einer Bremstaste, wenn ihr sie habt, nachbremsen. Aber im Endeffekt kommt das Flugzeug auf langen Bahnen jetzt auch zu stehen, selbst wenn ihr ohne Umkehrschub arbeitet. So, normale Geschwindigkeit wieder rein. Ich bremse ein bisschen nach. Ich benutze aber auch erstmal keinen Umkehrschub. Und das war's. Versucht am Anfang nicht zu perfekt zu landen, versucht also nicht die Landung unnötig lange herauszuzögern, indem ihr zu lange über die Landebahn schwebt. Das geht dann irgendwann bei kurzen Landebahnen durchaus auch mal schief. Und versucht auch nicht die Nase, sag ich mal, zu hoch zu ziehen, sonst fangt ihr wieder an zu steigen. Wenn ihr ungefähr in der Konfiguration spielt, wie ich sie jetzt auch hatte, also Standardgewicht, kurze Strecke mit 135 Knoten und so weiter und so fort, volle Landekonfiguration, dann ist 5 Grad, das ist so Pi mal Daumen, das, was ihr anpeilen solltet, und dann landet ihr relativ weich, ist vollkommen ausreichend. Und für den Anfang macht euch auch nicht zu dolle verrückt, das ist nur ein Simulator. Alles, was so unter 500 Fuß pro Minute landet, ist erstmal vollkommen in Ordnung. Ja, also das könnt ihr später immer noch perfektionieren. Im Video heute ging es mir wirklich darum, das wirklich mal komplett idiotensicher wirklich zu zeigen, wie ihr es auch als Anfänger ohne irgendwelche Vorkenntnisse schafft, einfach nur den Airbus von A nach B zu bringen und halbwegs vernünftig zu landen, liebe Leute. Das war's auch schon. Mehr gibt's eigentlich gar nicht dazu. Ja, sie stehen unten. Das sind heile. Ich habe gar nicht genau hingeguckt. Sind, glaube ich, mit 200 Fuß oder so ungefähr gelandet. Ist wirklich erstmal vollkommen ausreichend. Man muss sich dann später wirklich auch daran gewöhnen, bei dem Airbus, dass, wie gesagt, auf den letzten paar Fuß der Joystick nicht losgelassen werden darf, sonst droppt die Nase nach unten. Man muss sich auch daran gewöhnen, dass man das Ding doch nicht mit Autolandung, mit Autopilot komplett zu Ende fliegt, weil dann fängt er an zu bouncen. Ich habe es probiert, ob man das irgendwie noch irgendwie steuern kann über Geschwindigkeiten oder so. Aber inzwischen, es kommt auch mal darauf an, welcher Patch gerade aktiv ist, und es ändert sich ja ständig irgendwas. Aber inzwischen ist es so, dass er wirklich bounced. Wenn ihr komplett mit Autopilot bis zu Ende fliegt, ist es fast nicht machbar, ordentlich zu landen. Ihr solltet euch angewöhnen, wirklich auf den letzten paar Metern von Hand zu fliegen. Es ist nicht schwer, es muss nicht perfekt sein. Für einen Simulator reicht es vollkommen aus, auch wenn ihr mit 700, 800 Fuß runterknallt, dann ist es halt erstmal so. Hauptsache ihr landet. Wichtig ist, dass er möglichst nicht bounced, also dass er nicht zu stark wieder abprallt und dass er nicht ewig floatet. Und das ist naja alles eine Übungssache. Ich würde es dabei belassen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, weil es euch vielleicht geholfen hat, dann lasst bitte wirklich ein Like da. Das ist einfach unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt mir auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.